Willkommen zurück zu Overlord 2, dem dämlich programmiertesten Spiel mit der schlechtesten Steuerung, das ich mir jemals vorstellen kann, was ich bis jetzt Let's Played habe. Willkommen zurück! Wir erobern nur noch die Stadt des Kaiserreichs, was... Ne? Warum haben wir eigentlich nicht... Am besten 15 Mann? Und wir verlieren immer noch Minions für absolut keinen Grund und einfach so und die verschwinden einfach. Jetzt habe ich nur noch 39, ja, ist klar. Das habe ich verloren. Ja, das hängt. Ja, Hauptsache. Wir hatten das programmiert. Baumzelle springt denn? Wo ist denn jetzt das Reittier hin? Ach, fick dich doch einfach alle. Wollte den Typen gar nicht töten. Zurück mit dir. Also irgendwo... ach, da ist das Reittier. Warte mal, möchtest du... So, wer fehlt denn jetzt? Ich brauche noch einen braunen. Okay. Also, wir hatten sich gedacht, dass wenn ich einen Minion reinschicke, dass ich nicht Reiter... dass ich einen Reiter als erstes opfern möchte. Das ist doch total hohl. Na gut, wie dem auch sei. Wir machen weiter. Machen vor allem irgendwelche Palastbauten kaputt. Wenn das Spiel nicht mehr vorher abstürzt, was absolut wahrscheinlich ist. Ich glaube, es hat zwischendurch ab und zu mal Quicksave, zumindest wo ich diesen einen Punkt da gefunden habe. Und nochmal mehr Granatenwerfer. AOE-Schaden in Spielen, wo du ganz viele kleine Minions hast und Mikromanagement machen musst, ist einfach scheiße. Oh, fuck. Der Typ ist explodiert von seiner eigenen Bombe. Ja, ist er. Prächtig. Da ist ja noch einer. Vor allem, wie fies er diese scheiß Bombe gepackt hat. Unfassbar. Macht die Wiste mal den ganzen Mist hier kaputt. Vielleicht wird... Das ist doch das nächste Spiel. Weil belohnt dich ja eigentlich dafür, dass du Schergen hast, die du sehr lange mit dir rumschleppst. Das heißt, es würde sich prinzipiell eigentlich anbieten, relativ viele Blaue mitzunehmen, einfach nur um deine Schergen wieder zu reparieren. Das Problem ist bloß, jede zweite Mission verlangt irgendwie, dass du alle deine Schergen wieder verlierst. Weil durch irgendwelche dummen Gründe sterben die ja immer. Ich weiß übrigens gerade nicht, was ich hier mache. Doch, hier ist nochmal. Na gut, das hat sich ja. Ja, gut, wenn ich jetzt um. Wo kommt er denn her? Wo kommt er denn? Ach so. Da habe ich euch denn hier hochgeschickt. Gut, dann wäre zumindest die Klarei geklärt, wie ich da rankomme. Immerhin etwas. So, ich habe sogar noch meine volle Gurkentruppe. Schön, schön, schön. Aber generell laufen ja Overlord-Finalen immer auf große Massaker und Verluste hinaus. Da unten noch mehr so eine Bombenwerfer. Oh Mann, ey. Warum werfen die ja nicht konstant Bomben? Was soll denn das? Ja, ich kann es ja mal versuchen mit meinem Roll. Mit meiner Rollbrigade. Die hat bis jetzt ja immer halbwegs okay Ergebnisse erzielt. Außer wenn sie irgendwo gegenfahren und welchen Mist machen. Oh, warte, das ist gut, was sie gerade machen. Ich glaube, die springen sich selber. Das ist natürlich auch super. Zum Glück funktioniert die schlechte KI auch in beide Richtungen. Obwohl ich mir eine bessere Schergenwegfindung wirklich gewünscht hätte. Na? Sind jetzt beide tot? Nee, einer lebt noch. Ich könnte ja auch einfach einen Meter nach weiter nach vorne laufen, einfach um besser sehen zu können, aber nein. Die auf wegrennen! Na? Lang muss ich euch noch einen Kreis. Warte, der vorne steht gerade so schön in der Kante. Ja, brenne! Oh, der andere sich auch gerade gesetzt. Nee, haben sich aber noch nicht selber gesprengt. Ach. Das ist ein Elend mit diesen Typen. Kann man... Ups. Das war nicht mein Plan, aber gut. Die sind doch so unfassbar schlecht da drin, die Dinger zu werfen. Boah, fuck. Das wäre beinahe schief gegangen. Ich krieg die nicht tot. Mal ohne Witz. Ach, da kommen mal welche nach. Daran liegt es, dass ich die nicht tot kriege. Ach. Das erklärt das. Na gut, dann töten wir einfach alle. Achso, warte mal, ich sollte vielleicht alle Minions ausschrummen lassen und nicht nur die Feuerbrigade. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Hallo? Jetzt. Die Hälfte der Zeit horcht. Wie viel Gold habe ich eigentlich schon wieder? 5400. Ich könnte mir nochmal ein Upgrade leisten, wenn ich nochmal ein Portal finde, aber naja, ich hab Bock, dann müsste ich die ganzen Reiziere nochmal neu machen und alles. Nein, machen wir nicht. Mir fehlen nämlich so im Nachhinein so ein paar Voreinstellungen. Ich frage mich wirklich immer wieder, ob die Overlord-Entwickler ihr eigenes Spiel irgendwie mal gespielt haben zwischendurch und denen dann irgendwie aufgefallen ist, was nicht funktioniert. Oder ob die das irgendwie nie in Betracht gezogen haben, weil das ist... Ich hätte zum Beispiel gerne irgendwie sowas, dass du da Blauen sagen kannst, wenn du die nicht explizit auswählst zum Angreifen, sondern alle, dass sie einfach nicht angreifen. Das Blaue nie angreifen, egal was du machst. Weil es gibt, ehrlich gesagt, wenig Gründe, jemals Blaue zum Angreifen zu schicken.
Oder irgendwie generell, dass du so einen Einschlag machen kannst, zum Beispiel, dass das Blaue nichts einsammeln soll, sodass du dich nicht aus Versehen irgendwo draufschicken kannst. Das passiert auch irgendwie verflucht oft, dass du auf so deine Blauen einfach Richtung deiner Braunen schickst oder irgendwas anderes, was halt wiederbelebt werden muss. Und dann heben die halt irgendwelche scheiß Schwerter auf, wie während nebenbei der Kollege verreckt. Weil die einfach der Meinung sind, dass das Aufsammeln von irgendwelchen Gold oder irgendwelchen Waffen wäre viel wichtiger, als hier irgendwie Leute aufheben. Das wären irgendwie alles so eine Komfortsachen gewesen, die ich irgendwie sieben gerne gehabt hätte. Oder zum Beispiel für Rote hier auch, für Rolltruppen, dass die niemals in den Nahkampf gehen sollen. Wenn solange ich sie kommandiere, weil das macht doch auch keinen Sinn. Soll mich ja nicht irgendjemand aufhalten, oder könnte ich einfach nicht durchrennen? Okay, das war jetzt überraschend einfach. Mal sehen, was kommt, wenn ich diesen Altar hier kaputt gemacht habe. Gut gemacht, Meister! Zerstört die Letzte noch und beseitigt den Schild! Dann muss ich vorhin das Solarius ummachen, das kann ja auch nicht so einfach sein, oder? Dum-dum-dum-dum-dum. Muss ich jetzt eigentlich. Komme ich jetzt hier nicht hin? Das ging ja vorhin ja schon nicht weiter, oder? Ach doch, hier kann ich einfach runter. Da haben wir unser Haus aber auch sehr komisch gehört. Das Ding steht da einfach so auf dem freien Platz, na, das wird wahrscheinlich nicht so einfach. Nehme ich mal stark an. Vor allem ist der Platz verflucht offen. Das sieht mir irgendwie so nach erweiterte Falle aus. Vor allem. Oh fuck. Und schon muss ich aufhören, meine ganze Truppe mit Massenkommandos durch die Gegend zu schicken, weil da Bomben liegen. Ah. Eine Bombe reicht, ist ja schön. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Da fällt mir gerade ein, das ist der einzige Vorteil an den roten Rollviechern. Die können und. Kann ich da unten lang? Die können unter keinen Umständen können die Sachen aufsammeln. Das heißt, die kann ich relativ sorgenlos durch die Landschaft kurbeln lassen. Da bin ich mal gespannt. Ja. Achso, ich hätte die Wand hier auch sprengen können. Das werde ich, glaube ich, auch tun. Wahrscheinlich da vorne sterben wahrscheinlich gleich wieder jede Menge Zivilisten. Also gleich der beste Mann immer nach vorne geschickt wurde als erstes. Ah. Das hat mir sogar nochmal ein Autosave eingebracht. Das ist eigentlich. Das ist ja nicht ganz praktisch, weil jetzt kann ich zumindest hier zurückklopfen. Bürger! Wir haben einen Feind in unserer Mitte. Aber bitte bewahrt Ruhe. Wir stehen vor einem großen Durchbruch. Vor der Geburt einer neuen Gottheit. Der Dämon, der uns bedroht, scheint übermächtig. Aber ich versichere euch, er kann besiegt werden. Solarius wird es euch beweisen. Aha. Und jetzt trinkt. Trinkt den Nektar, den Solarius gesegnet hat. Trinkt, verliert eure Furcht. Trinkt und werdet neu geboren. Dass das keinen abschreckt? Naja. Ist ja nicht so, dass die Zombies irgendwie unfassbar schwierig zu töten sind. Die brennen ja zum Glück auch relativ gut. Nein, nicht angreifen. Ja gut, das ist, ach komm, hier einfach hier. Gesamte Gurkentruppe, haut die Idioten um. Außer vielleicht die Blauen, die gerade schon wieder sonst wohin rennen. Und jetzt gesamte Gurkentruppe das Ding hier umhauen. Na gut. Sehr gut. Jetzt auf zum Palast und holt euch Solarius, bevor es ihm noch gelingt, uns mit seinem Schweigen und seiner Maske Angst zu machen. Verdammt! Und ich schon wieder hinrennen. Oh, das Tor geht schon alleine auf. Ist das eine Einladung? Jetzt mache ich mir irgendwie eher Sorgen, dass das. Wenn wir wurden schon einmal in eine Falle gelockt. Kann ich eigentlich noch was plündern? Kann ich die Säulen davon alle kaputt machen? Oh ja, ich kann. Dann kann ich das komplette Dings hier ringsherum kaputt machen? Dann mache ich das doch. Dann kann ich ja nichts. Wenn das Spiel mir sowas anbietet. Okay, die sollte ihn auch noch. Oha. Oha. Also zumindest kann man sagen, dass ich die ganze Bude hier wunderschön auseinandernehmen kann. Meine Kampfkraft steigt davon? Wie kommt das denn? Aber gut, dass mich vor allem nie was erschlägt. Das wäre sonst irgendwie doof. Ja, auf jeden Fall sieht die Bude jetzt hier deutlich kaputt aus als vorher. Aha. Was hier nicht alles noch für Balkone gibt. Das Gebiet hier ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu offen. Warum sind eigentlich schon wieder die Hälfte meiner Schergen irgendwo beschäftigt? Also, naja, sagen wir mal 25%. Haut doch mal die anderen Säulen hier auch noch kaputt. Das braucht sowieso hier keiner. So ein Säulenmist hier.
Mein neuen Reich des Schreckens habe ich dafür keinen Platz. Für sowas hier. Zeit noch. Es gibt ja sogar ein paar. Es gibt ja sogar ein paar hübsche kaiserliche. Sind das die hübschen Töchter oder was? Bevor sie alle fett werden. Davon möchte ich noch ein paar mitnehmen. Oh ja. Tötet die Bürger. Ja. Eure Dienerin. Oder sind das einfach die ganz normale Sklaven, die immer mitrollen? Die sehen auf jeden Fall deutlich besser aus als die anderen. Nee, warte, so einen Sack möchte ich nicht haben. Jawohl! Wer bist du denn? Warte mal, den muss ich noch. Der gehört hier eigentlich nicht zu meinem Team. Muhaha. So, haben wir noch irgendjemanden, der gut aussieht? Der hier sieht niemand aus. Noch eine schlanke Gestalt. Ich bin an eurer Seite. Ja, kommt denn die blaue Seele her, weil ich jemanden getötet habe? Da kriegt man Seelen raus? Das hätte mir mal einer vorher sagen sollen. Hätte ich das gewusst, hätte ich jetzt. Ach, verdammt. Wäre ich viel mehr Bürger des Kaiserreichs umgebracht. Einfach nur, um aus denen die Seelen rauszuziehen. Warte mal, wo kann man denn hier noch lang? Wie fahren ich schon wieder einen Reiter verloren habe? In irgendeinem Ort, der mir absolut unbekannt ist. Ne, kann man. Ach, hier oben gibt es noch Truhen. Ja, gut, das ist. Weiß nicht, wie sinnvoll das jetzt hier noch ist, gegen Ende noch Geld zu sammeln, also. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was die Random Encounter mit diesen Dorfbewohnern, die hier irgendwie rumrennen, was die sein sollen. Da renne ich jetzt da oben auch nochmal. Vielleicht ist ja was anderes als Gold. Mal gucken. Aber trotzdem, dass von den Tempel die Türen einfach von alleine aufgehen, finde ich irgendwie extrem komisch. Und seltsam, was sie sich dabei gedacht haben. Ich meine, das ist. Weckt mir mit Mister und macht so eine komische Seele. Was soll ich damit machen? Das ist mir jetzt. Ach, verdammt, ich verliere sogar Diener. Jetzt habe ich nur noch 4. Ich hätte noch mal 5 Seiten drin. Nee, das ist ein alter Sack. Egal. Ich verliere jetzt sowieso, wenn ich durchs Portal gehe. Ihr seid in den Kaiserpalast eingedrungen. Doll. Aber sehen, was jetzt noch kommt. Wahrscheinlich wieder ein mega nerviger Endkampf. Findet den Magie-Eindämmungsraum. Oha. War gut, dass hier Schmuddel noch mal kurz was reingebuddelt hat. Ach, ich kann. Na gut, hier habe ich sogar noch ein Autosave. Das ist ja schön. Gibt doch sehr seltsame Geräusche hier in der Bude. Oha. Aber wahrscheinlich verliere ich sowieso gleich wieder nicht. Oh. Verdammt, das war nach. Jetzt bin ich schon wieder nach draußen gelatscht, oder? Oder? Weil da war gerade so ein grüner Pfeil. Ja, bin ich. Verdammt, ich bin doof. Verdammt. Aber schön, dass das Spiel an sowas denkt, dass man auch wieder zurücklaufen kann. Ich weiß zwar nicht, warum das unbedingt notwendig sein soll, dass man zurücklaufen kann. Oh, nö. So, kann ich jetzt hier wieder an der Tür klopfen? Warte mal, was sind das hier eigentlich für Basen? Na gut, die Basen sind leer. Aber eigentlich könnte ich jetzt aufhören, so viele Rote mitzunehmen. Ach, egal. Die sterben wahrscheinlich sowieso einfach noch alle drei. Ihr seid es, Geißel der Natur! Ich bin aus dem Arena-Verlies entkommen! Eine Fee hat mir geholfen! Mist! Dachte, wir wären diesen Baumfreund los! Ich werde Solarius finden! Wenn ich mit ihm fertig bin, ist er ein anderer Mann! Aha. Bringen wir es zu Ende! Wir beide zusammen! Ihr zerstört alles, so wie ihr es am besten könnt! Und ich inspiriere euch mit meinen Monologen! Toll! Will er Solarius so lange volljammern, bis der sich selbst tötet? Hm, könnte funktionieren. Das habe ich mir aber auch gerade gedacht. Wenn ein magisches Wesen wäre, dann wäre alles ganz anders gekommen. Elfen verfügen eigentlich über Magie. Aber ich konnte nicht einmal einen Grashalm wachsen lassen. Die anderen magischen Wesen lachten mich aus. Ach so? Hör, er ist also kein richtiger Elf oder was? Und dessen ist er immer so besonders elfisch. Weil sie mir jetzt trotzdem die Frage stellt, kriege ich jetzt diese lustige Wand an Leuten hier kaputt? Hm. Feuer funktioniert ja bei denen nicht, oder? Und vorbeirennen auch nicht. Nee, das sieht jetzt gerade, ich sag, nicht so nach der größten Erfolg. Kann ich hier einfach die Bude kaputt hauen? Nee, Chaos-Schuss klappt nicht. Hä? Hm. Wir sind diese komischen Truppen immer noch ein Rätsel. Wahrscheinlich auch einfach deswegen, weil ich nicht raff, wie man an denen vorbeikommen soll. Und rumzaubern bringt hier auch nichts. Und ich kann hier echt nicht die Säulen kaputt schlagen oder was anderes. Na gut, der ist dann tot. Also das Problem war, ich muss sowieso keine Roten nachbestellen, wegstellen. Die sterben schon alle noch nach und nach. Ich meine, nur zaubern bringt ja auch nichts, oder? Also rein gar nichts. Aua!
Wie schnell die Roten... Oh Gott. Oh Mann. Wie viele Minions ich einfach daran verliere, weil die mir hinterhergelaufen sind im Pulk. Okay, eigentlich nur zwei Rote mittlerweile. Hä? Wo stechen die denn da noch ein? Hm. Immerhin steigt meine Kampfkraft dadurch. So, ich habe also keine Ahnung, wie ich endlich an dieser Tür vorbeikomme. Überlegen wir nochmal, was dieser Raum noch zu bieten hat. Noch mehr Statuen von Solarius. Ist schön, aber... Hm. Ich komme nicht wieder zurück und kann nicht neue Minions holen, oder? Doch, kann ich. Also ich könnte, wenn ich wollte. Na gut. Dann einfach mal die Säulen hier kaputt schlagen. Nein. Hm. Ich habe doch noch einen anderen Schergentower. Wann der? Also mit der Assist-Taktik geht es hier garantiert nicht vorher. Habe ich schon wieder einen verloren, das ist ein Ding. Wann der andere Zauber? Ah, fällt mir gerade ein. Ach, die Blauen sind ja unsichtbar. Oh, warte mal. Warte mal. Schön, wie sie jetzt nicht mehr unsichtbar sind. Also ich kann mit dem Blauen irgendwas Tolles machen. Zum Beispiel hinter den Rennen, aber das bringt ja auch irgendwie nichts. Aber gut zu wissen, auf jeden Fall. Das. Na, da vorne ist auch einfach nur die Brücke kaputt. Ja, okay, jetzt weiß ich nicht mehr, wo sie sind. Kommen wir mal zurück, Freunde. Also krass, wie die einfach durchrennen können. Boah, kann ich die da, oder kann ich die mehr ablenken, wenn ich da hinten einfach so einen Posten hinstelle? Ja, da fühlen die sich nicht übermäßig von beeindruckt. Aber wenn die sich ja umdrehen würden, die Leute, und von zwei Seiten, dann kriegst du die auch nicht tot. Ach, aber ich sag keine Ahnung, wie ich an diesen Typen weiterkommen soll. Das hatten wir doch schon mal die Szene, wo ich partout nicht wusste, man die... Oh, jetzt ist die Tür zu. Jetzt sind meine blauen dann abgeschlossene Tür, das ist natürlich auch nicht schlecht. Hüte, weiß ich noch weniger, wie ich die... Jetzt weiß ich noch weniger, was ich eigentlich machen soll. Aber kann ich hier einfach mittendrin Nimbus zaubern? Fallen dann die Säulen um und dann ist alles kaputt? Nein. Auch das funktioniert nicht. Aber ohne Witz. Das hatten wir genau das gleiche Problem hatten wir schon mal. Da hat es dann irgendwie auch nur durch Zufall funktioniert. Bei Bomben liegen hier natürlich auch keine rum mitten im Palast. Welche Überraschung. Ich kann ja erstmal neue Braune anfordern. Für die Roten, die ich verloren habe. Ja, ich glaube... Obwohl, vielleicht. Warte mal. Ich habe ja gerade eine unfassbar gute Idee. Ich könnte ja mal ein paar Grüne bestellen. Nur mal so... Also so ein. Man weiß ja nie, was man so mit einem so einem Grün machen kann. Wenn hier alle Vasen kaputt zu hauen... Offensichtlich bringt es ja auch nicht. Was sagt mein Auftrag dazu? Finde den Magie-Eindämmungsraum. Ja, bis jetzt ist die ganze Booty relativ linear, Freunde. Das ist nicht so... Ich kann hier auch nichts kaputt machen. Oh, witzig. Soll ich dann an so ein scheiß Horn-Dings hier vorbeikommen? Die stehen halt einfach nur dumm da. Oder kann so ein Grüner, wenn er auf dem Wegpunkt steht, die einfach anspringen? Hä? Ohne Witz. Kann ich hier vielleicht die Säule an der Seite? Ich kann die Tür aufmachen, das ist ja schön. Auch das bringt mir keine Punkte. Hä? Was soll ich denn bitte schön machen gegen die Typen? Die sind mit Roten nicht... Die lassen sich von Feuer nicht beeindrucken, weil sie es mal abblocken. Oder kann man vielleicht mehrere Gruppen an Feuer machen? Es prallt ja einfach nur so von ihrer Rüstung ab. Die blocken ja nicht mal aktiv. Was macht ihr denn da, Idioten? Und die Materialschlacht-Variante hat ja sowieso noch nie funktioniert, oder? Wenn die mal offensichtlich nicht mal schaden. Das funktioniert einfach nicht. Da stirbt nicht einer von dir, aber ich komme trotzdem durch. Aha. Okay.
dachte, das Turmherz eures Vorgängers würde mein Potenzial freisetzen. Deshalb versuchte ich vor Jahren, es zu stehlen. Ich wusste natürlich, dass es instabil würde und explodieren könnte. Lorian löste die große Zerstörung aus? Elender Elf! Kick an! Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Overlord 2.